예. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Selection auf Seite der Link zu The Parts Minimizer. Wir legen gleich direkt los, bevor ich lange quatsche, bevor ich mir hier auf das geht. Oh, man weiß, ich habe eh noch die Kamera. Ja, so. So. Ach, ich liebe es, Blödsinn zu machen. Ich finde es einfach schön. So machst du jeden Tag. Klar, Mann. Langweilig ist so. Guck mal, wenn ich mir jetzt andere Randomizer-Spieler angucke, ja? We play a randomizer. Okay, let's go. Mehr als ja, let's go. Ja, let's go. Let's go. Oh man, shit fucking. Oh man. I'm rage quit. Hey, dude fucking shit. Oh man. Oh, not the mirror. Oh man. Verstehst du? Ja, weil ich so, hey, komm, ich meine, good. Ich entschuldige die Verschiebung des Streams um ein paar Stunden, währenddessen mein Kollege sich nur noch rauslässt. Was ist denn das? Na gut. 3, 2, 1, los. Ich spiele mir ein Stück Papier, oder was? Nee, du spielst Manu P. Das ist Manu! Hallo und herzlich willkommen zu einem Randomizer-Stream. Oh, hallo Manu. Das ist voll der Manu. Das ist voll der... Guck mal, der läuft ja nicht mal... Der läuft wirklich nur seitlich und runter. Guck mal, ob ich nur links oder rechts laufe oder runter. Sieht immer gleich aus. Nur wenn ich laufe. Ich bin gleich mal auf der Suche. Danke. Weia. Rechts steht da wirklich Manu P. Oh Gott. Hab schon gefunden. Oh Gott. Ignignockt. Ah. Tu mich auch. Weißt du? Tu mich auch. Ja. Du kannst mich auch mal ignignockt. Ignignockt. Okay. Ja, alles klar. Dort wird Beruhigung, ich hätte auch einen grünen Charakter gesucht. Ba 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 bam da bam 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 bam. Dum 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 dum. Wie gesagt, man kann den Randomizer kann man langweilig machen. Man kann den Randomizer aber auch ein bisschen aufpeppen, natürlich. Das ist ja nur mittlerweile so, dass ich ja wirklich hier mehr oder weniger die Leute eingefunden haben, denen es auch wirklich gefällt. Ja. Und da kann man es ja doch ein bisschen ausschmücken. Ich hätte jetzt nicht was Den habe ich. Das ist mein Go, mein Standard-Item. Standard-Item, der Hammer. Oh. Finde ich gut. Das für den Spiegel. Da habe ich auch schon. Sag ich ja. Das war ja in deinem Haus. Ich habe schon einen halben. Go. Halber Tag bei Access. Ja. Ach, jetzt machst du es endlich mal richtig mit den Krügen. Ich freue, dass du die Krüge zu deppert und. LOL! Das wirst du mir ewig anzählen, ne? Doch, ich habe so viele Sachen, die ich da anschreiben kann. Aber die Liste ist zu lang. Das Gute ist jetzt, dass ich jetzt mit dem Spiegel mir den ganzen Scheiß Rückweg spare. Oh ja, das ist ein Luxus. Und ich verpasse ja nicht mal was. Thank you.
Ich kenn's auch nicht. Ich weiß auch nicht, wo ich das hinordnen soll. Wenigstens habe ich eine Bombe. Loxos. Schwert. Das sind die Bonbons, die ich bei Basen gekauft habe. Ach Mensch, ich habe ja noch die Wasabi-Nicknacks da. Oh Mann. Das wäre die nächste Geschichte. Wie, die ganze Tüte essen? Kein Problem. Nee, geht verfeinert. Leck mich einfach nur. Die nächste Initiative ist das verfeinert. Und wie viel soll ich denn davon essen? Mietz ist böse. Das Pfefferhähnchen war so mies. Nichts gegen den Pfeffer, aber der Shitty, der da drin war. Ich frag mich gerade, warum ich böse sein soll. Das Beste war, Denise, wir waren ja mit der guten Sunny beim Asia-Buffet. Und Sunny wundert sich so, warum ich mich dann so aufrege, warum ich dann auf einmal so einen roten Kopf kriege, ne? Hat dann schön gegessen und so weiter. Und dann hat Sunny angefangen, das zu essen. Jo! Wir haben uns wirklich bloß noch um die Eismaschine gekloppt. Oh, das war so böse. Das war so böse. Und die Miet hat sich nebenbei die Hände gerieben. Ja. Lass mir den auspacken. Danke. Kannst. Bitte erst nach 20 Uhr. Aber wisst ihr, was cool ist? Ich muss jetzt nur eine Woche arbeiten und dann habe ich 9 Tage frei. Dann wisst ihr ja schon mal, was das für euch heißt. Wie, du gehst das 9 Tage auf den Sack? Ja. Ja, davon sind 4 Tage Urlaub. Mehr durfte ich nicht nehmen. Ja, ich muss ja auch mehr oder weniger am Abmorgen arbeiten, die ganzen Papiere finden, also holen. Ja, aber es ist für einen guten Zweck. Mhm. Abmorgen, also morgen könnte ich mich jedenfalls noch auf einen kleinen Stream schmeißen. Klar, logisch. Ich denke mal, die Miets wird euch morgen und morgen unterhalten. Mhm. Welche hast du denn genommen? Grün oder gelb? Gelb. Wird zum Teil ganz schön sauber, ne? Ich mach so klein, wenn sie ein bisschen sauer sind. Dass das die gewisse Person hat, dass ich davon nicht auch was nachgefunden habe. Was sauer macht lustig. Ach, Jörg. Ich bin da. Was? So viel Sachen kannst du nicht essen, damit du mal lustig bist. Lutsch. Sehr early, oder? Nicht einmal die 10 Minuten Dark World Access. So, hier. Schatzi. Blue Panther DP. Danke.
Ja, du hast den Bogen nicht bekommen. Warum ist er EP Christi? Was für ein Beschiss! Ist das ein Easy Seed? Nee! Es ist ja dein Posse Seed. Steckt da alles in der Ritze. WB, Denise, WB! Schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich immer, wenn du da bist. Generell freuen wir sich, wenn Leute da sind. Wenn überhaupt, genau, wenn überhaupt wer da ist. Seit Finns Plus 1 oder 2 sind, mit dem man sich im Stream unterhalten kann, ist es immer wieder eine Freude. Knackiwurst haben wir auch. Die gibt's heute Abend bei uns im Angebot. Gibt's den Knacker? Ach. Ich hab keine Lust, dich zu essen, du alter Knacker. Das ist kein Easy Seed. Das sieht man schon an den Herzen. Wir ziehen dich in den Arm. Glaubt mir wieder keiner. Ja klar, gleich beide Bumerang. Braucht doch eh keine Sau, die Dinger. Krieg ich vielleicht gleich noch die mit? Wie konnte ich eigentlich erst von oben nach unten gehen, hier unten den Scheiß machen und dann wieder von unten nach oben gehen? Das war Retro-Basti. Das war der Alte. Planlose. Ja, jetzt ist er noch älterer. Ich glaube, ich lese schon was Gedanken. Mietz, heute Nacht teilst du das Körbchen mit Betsy. Ich schlaf auf dir. Nee, danke. Igitt. Ja, du! Körbchen mit Betsy. Du bist ihr Körbchen. Ich bin nur ihr Angestellter. So, du kannst aber bitte gerne beide Sachen. Sowohl Bücherei und. Beide Schrott. Ich hab, wie du dich verwundert hast, dass dir auch ein Stand-Ding da auf einmal irgendwas anderes drin war und kein Geld gefunden hast. Das war wirklich so ein richtiger Retro-Seed. Da habe ich noch Geld zusammengesucht, damit ich Sora besuchen kann. Da habe ich nur 20 Rubine bekommen. Ach komm, Mann, ey. Das war aber erst letztes Jahr. Gut, dann gab es noch ein paar Monate Pause und dann haben wir uns ja jetzt mal richtig hiermit auseinandergesetzt. Ne? Gut, so spannend, wer von uns beiden mit anderen haben. Ich. Doch, du. Und du hattest dann auch Bock drauf und. Ich denke immer wieder, yeah, Bomben-Upgrade, Pfeil-Upgrade, ist schön. Dafür musste man die Dinger nicht bezahlen, ne? Ja. Aber die Frage ist, ob diese Upgrades nicht das Spiel schwerer gemacht haben. Weil dadurch ja wieder Items weggefallen sind. Gute Frage. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Wenn wir richtig gut durchkommen, ja, gibt es im Anschluss noch eine Runde Asterix und Obelix. Vorausgesetzt, wir kommen richtig gut durch. Dann mach hin. Bin ja schon dabei. Thank you.
Hast du gehofft? Nein, ich hab gefiebert, dass du es überlebst. Hab's mir nicht. Hey, du hast noch eine Bombe. Also geh sparsamer mit den Dingen um. Was soll ich denn damit? Eiskäfer. Ja gut, das ist natürlich recht. Das ist natürlich ein Argument, was ich sehr akzeptieren werde. EP war Crystal, das ist sehr gut. Da werde ich mich da mal gleich drum kümmern. Was das eben? Du machst die Start Session Grid. Ja, ja. Warum sagst du mir, dass es irgendwie demnächst, wenn du die Flippers hast, so funktioniert? Ich habe ja auch dezent das Geld dafür. Komm, du würdest jetzt auch EP machen. Mhm. Vermutlich. Scheiß auf die Lights aus. Ja, das war aber ich manchmal. Die zwei Räume machen das bin ich unbedingt jetzt kaputt. Es ist nicht gerade die Sache. Es ist nicht ausgeschlossen, dass ich es hier drinnen bekomme. Eben. Misery Maya. Wieder mal so herrlich synchron. Gut, dass ich Boots hab. Hast Glück, Oppi. Hast du... Bist du was Gemeines? Erst raubst du ihm sein ganzes Erspartes und schlägt... Normalerweise macht man es umgekehrt. Erst über den Schädel, dann ausrauben. Achso, kennst du dich aus, ja? Naja. Verstehe. Bei dir spare ich mal das. Bei mir gibt's nichts so. Wollte ich gerade sagen. Ach doch, ich habe heute von Lemmy 25 Euro bekommen für mein Beschriftungsgerät. Da nochmal vielen, vielen Dank dafür. Dann kann ich es mir bald bestellen. Mhm. Denn ich brauch's auch für die Arbeit. Auch wenn Manny das nicht möchte. Alter, kamen die alle nur aus? Aber mir geht's heute sehr gut, das muss ich sagen. Und ich hoffe dir auch, Mietz. Ja, mir geht's hier sehr gut. Gut, dass wir hier mal Durchzug machen, wie gesagt, das macht schon eine Menge aus, finde ich. Ich mag zwar den einen Darkroom nicht, ohne Licht. Ach ja, der Darkroom, ach du Scheiße. Den hasse ich wie die Pest. Ditto. Ditto. Den finde ich schon fast schlimmer als Dark Maze. Mhm, das heißt was. Mit Dark Maze kann ich mich engagieren, aber nicht mit diesem Raum. Das war das erste, gell? Ja. Above the post ist was Gutes. Das ist da oben. Friedhof, genau. Ja, nice! Ja, jetzt bist du mehr oder weniger theoretisch. Halblogik. In der Logik, ja. Halblogik. Gut, dann brauche ich mir aber um diesen Darkroom keine Sorgen zu machen. Ja, ich habe gehofft, dass du da irgendwie den Feuerstab oder sonstiges findest. Ich auch.
Ja, du kannst links, rechts, Feuer, fertig. So ist es. Das ist Licht. Jedenfalls kannst du gleich geradeaus schießen, sogar. Wenn ich mich nicht irre. Aber das Beste ist, du machst dir ja lieber Feuer links, rechts. Und ein bisschen zu weit oben. Genau, weil ich die Lampe nicht habe, sind gewisse Räume dunkel. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich. War mir ein bisschen zu heiß, um ehrlich zu sein. So alle Items draußen. Sehr schön. Also Herzteil, Feuerstab, Netz. Feuerstab ist sehr gut. Dafür hat sich das eigentlich schon gelohnt. Sicher, sicher. Lululululu, ich habe keine Pfeile. Sehr gut. Hm? Leicht sauer. Finde ich besser als zu süß. Sie grünen so richtig ihren Namen. Bitte? Grün ist so birnemäßig. Apfel. Böse. Oh ja. Das geht sich nie aus. Viel Spaß. Den Tag, den fand ich geil gerade. Fand ich gerade richtig geil. Lacker. Imbatius. Oh Pippi, was ist los? Die Mietze will ich nicht vorbeilassen. Also ich taufe ihn jetzt Tauli. Ich werde jetzt in die Dark World verschwinden. Thank you.
Außerhalb von Damm war nichts Interessantes. Nur ein Zwanniker. Ja, mittlerweile kriegt man auch ein bisschen das Gefühl für die ganzen Bosse und das ist... War aber knapp, also ich habe mich schon mit den Schwertkämpfen gesehen. So, bitteschön, Mietz. Ich sehe es, wird Christen, gut. CC ist red pendend. MM ist grün pendend. TS wird Christen. Fertig. TT stimmt schon wieder. Nee, für Mathe ist mir das noch zu heiß. Mathe, gerade fragen. Lebensmüde. Ich weiß, dass du zwar Kuh hast für die Mathe, aber ich bin hier nicht normal in Mathe. Buck! Schauen wir mal, was im Seahaus ist. Was sind wir hier? Ein D? Oder ein E? Oder ein G? G wie Geld. Money. Give me a little bit money. Das war wirklich ein Geld. Ich lass mir aber Dingenskirchen noch aus. TT. Du machst die übliche. Es wird wahrscheinlich was drin sein, aber ich will damit noch ein bisschen warten, bis ich was suche. Sag mal so, die Chance ist 50-50, ne? Tauli hat sowas aus, sowas Trauriges an sich, ne? Leck mich. Heute war groß. Die ist mir schon lieber. Wählerisch daher. Keine Zeit, mein Schatz, keine Zeit. Du hast die Königin verlangt den Kopf. Wie war das mit so Maria? Du hast doch gerade was von so Maria gesagt. Fürchte vielleicht. Ja. Naja, momentan ist es ganz schlimm mit der Mietz. Muss ich wirklich sagen.
schon keinen Zustand mehr mit dir. Hunger und Durst, das ist das einzige, was du an Gefühle hast. Trotzdem unterwarte ich mir das habe. Ich habe ein Herz zu deiner Seele. Wo? Ja, ich bin die noch nicht gefunden. Schnief, schnief. Ja, heul, heul. Sag's mir jetzt, wir bestimmt gleich die Lampe kriegen. Ja, zumindest schon mal nicht lockt. Das ist ja auch egal. Ich habe eh keine Feinde mehr. Doch, doch, mittlerweile habe ich wieder welche. So. Piece of heart requires the bomb. Ich auch. Plumps da unten ist er. Oh, zack. Die
eine hast du schon gemacht, die gleich am Anfang. Das war's aber auch, denn auf Dark Maze habe ich nämlich keinen Bock. Die eine hast du gemacht oben, die gleich am Anfang nee, der großen Halle. Die muss ich noch machen. Danke, Denise. Ich wünschte, ich könnte noch die anderen räumen. Die meinst du, ne? Und die eine gleich rechts. Die habe ich gemacht. Die in der Halle. Die habe ich gemacht. Ich habe bloß noch Dark Maze offen. Gute Frage. Ich verpiss mich. Muss das oder so später noch einmal machen. Eben, das ist es. So, aber ich werde jetzt safe klicken und werde mir jetzt mal das Bombos-Tablet anschauen. Hey, wie kommst du ja, Bombos? Yeah! Aber im Moment lässt mich das wieder ein bisschen hängen. Was jetzt sieht, kann ich wollen, dass ich durch Dark Maze gehe. Das definitiv nicht. Dark Maze wäre schon wirklich generell schon astrologisch, aber das U ist im Halbding, weil du hast ja mehr oder weniger eine Schlagzeug. Und da sind ja die solche. Trotzes. Genau. Die daher verwenden wir nicht. Sonst lerne ich es nicht. Braver Junge. Lern von deinem Meister. Yippie. Mhm. Aber was war jetzt Letsch? Geld. Ich auch. Aber gut, das ist ja nicht so schlimm jetzt in der Fall. Ja, aber rein vom Prinzip her. Wir machen das gerne, obwohl wir die Arten schätzen haben. Schätzen wir, genau. Fragen wir dennoch, okay, ist es jetzt Bootslocked oder nicht? Es ist definitiv Bootslocked, weil wir haben die Boots schon sehr früh bekommen. Demnach würde ich sagen, es ist automatisch Bootslocked. Definitiv. Sitzt sicher. Die Karte bekommen hast. Wird wahrscheinlich die kleine Schlüssel sein. Das ist auch oh, sogar Big Key, das ist mir sehr angenehm. Ja, das war's. Ich hab gleich zum Big Key Scheiß drin. It's a secret to everybody. Hätte ich eigentlich mal wieder Bock auf Zelda 1 fürs NES? Mal so in die Runde gefragt. Ich hätte Bock drauf. Flüster nicht so, dann könntest du auch andere hören. Ich flüster doch nie. Ja, dann Denise, dann werden wir mal das Zelda 1 mal angehen. Auf 100%. Flippers. Da hat sich das Tippen ja schon mal gelohnt, würde ich sagen. Also Mietz, das war alles. Bye bye. Ich geh mal rein.
Mal gucken. Wir können ja auch Zelda 1 im Anschluss heute noch machen. Zumindest schon mal anfangen. Wenn ihr möchtet. Weil wegen meiner ist alles vorbereitet, so gesehen. Eine weitere Standard-Nest-Layout und dann passt es. So. Hallo, Hobo. Danke, Hobo. Jetzt geht's voran. TOA war der Schlüssel. Was haben wir denn hier Schönes? Full Herz. Also zumindest wird mal Zelda 1 anfangen. Wir würden es jetzt nicht durchspielen können gleich mit einem Ruck. Aber... Arsch. Ein Stündchen oder so. Hobo hatte Hookshot. Ist er jetzt rübergerollt? Nein, wieder umgefallen. Die muss man woanders hin tun. So eine Frage doch zu Zelda. Welche Version nimmst du? Von Legend of Zelda? Die NES-Version, die alte, nicht die Switch-Version. Ja, das wollte ich euch gerade fragen. Die normale oder die SP-Version? Du mich auch, Schatz, hast du? Als hätte ich das nötig. Okay, bitte. Hab ich schon gemacht. Ich habe The Legend of Zelda auf dem NES Minimo schon 1000 Mal durchgespielt. Das war ja nur eine Frage, oder Landebrot. Ich nehme noch nicht die Noob-Version, sondern was soll das denn? Gut, es ging natürlich schnell, aber ganz ehrlich, davon habt ihr nichts. Ihr seht nicht, wo die Items sind. Ja. Und vielleicht starte ich irgendwann mal auch mal mit einem Zelda 1 Randomizer. Würde ich mal wieder probieren. Dann aber mit dem dementsprechenden Tracker. Aber das bloß so als... gelegentlich. Aber ich glaube, es gibt keinen Randomizer, der schöner ist als der von der Link to the Past. Gut, möglicherweise, dass auch Ocarina of Time und so ziemlich gut sind. Yeah.
Na, los geht's. Wie gesagt, so lange können wir heute Abend nicht machen, weil ich ja morgen wieder früh raus muss. Magst du die Retromaschine wohl lieber als mich, ne? Thank you very much. Danke dir. Danke, lieber Demon. Danke, danke, danke. Danke. Du nimmst dein Atem ausgezogen. Lässt mal wieder gut auf sich warten, aber ich bin froh, dass ich Boots habe. Johnny, wie lustig, du hast dir fast alles, aber du fehlst wirklich nur noch die Lampe für die Berge. Oder die Filter. Das wird nicht mehr viel. Jetzt war was, oder? Ja, Münze. Also 20 Rupies. Es fehlt wirklich nicht mehr viel bis zum Go, ne? Nee. Aber ich kann nicht viel machen ohne Licht. Catfish, Titi. Weißt du, wie ich zu Catfish stehe? Fischi, 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 fischi. Ich warte nur auf das Schild. A Grumpy Fish has... Scheiße. Die Idee ist natürlich auch gut, Demon. Aber hey, warum einfach, wenn es doch kompliziert geht? Danke für feines Popcorn. Ich hoffe, dass es süß ist und gesalzen ist. Aber. Geil, oh. Wo ich was spiele, Demon? Nee, die Figur meint da. Ich nenne ihn Tauli. Roman Schmus. Danke. Ah, schön. Sensation, mal vor der Big Chest. Momentan ist die Ausbeute hier mehr als scheiße. Frage ich mich auch, was das ist. Doof ist, dass man hier keinen Somaria benutzen kann.
Ach komm, lass doch mal was Schönes hier drinnen sein. Ja gut, das akzeptiere ich schon mal. Motte! Put, 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 put. Hexe! Hihi! Okay, der war misslungen. Also wenn man wirklich parallel walzt, das heißt, das sagt Klamottenkampf, der ist ja wirklich billig. Ja, ohne Stachis, ne? Der ist billig. Nee, ist nur einfacher. Man braucht nicht so viele Schläge. Der einzige Boss, also, und davon sage ich wirklich, der einzige Boss, wo es wirklich nicht dran ist, ist Blind. Das ist wurscht, welches Schwert du hast. Der braucht immer 9 Schläge. Ja. Blind braucht immer 9 Schläge, egal welches Schwert du hast. Den könntest du sogar mit dem Holz, also wirklich mit dem Holzstab davon und. Erfahrung. Oh ja. Was wir haben auch schlecht, nicht schlecht gedacht. Geschaut, wie man den mit falsches Wort einfach bashen kann. Das hat sich ja gelohnt. Gut, dann mach ich jetzt mal Hexe. Dann kann ich ja gleich schon mal die Pullen auffüllen. Hab schon wieder 2 leere Flaschen neben mir stehen. Was wir an Pfand haben, ist schon nicht mehr normal. Gerade bei den Temperaturen, da trinken wir echt mächtig viel. Oh ja. Aber wir fahren ja nächstes Jahr in Urlaub nach Polen und dann wollen wir da ein bisschen Getränke kaufen und so. Mhm. Ja, vor allem viel so mit so Gelee und sowas. Geleefrüchte aus Polen. Mhm. Gelee, Ananas, Bambören und sowas. Mhm. Ja, wir haben noch eine große Tüte Gelee-Bananen im Kühlschrank. Mhm. Hier, Roman hat Gelee-Bananen von Manna mitgebracht. Aber wir haben gesehen, es gibt ja auch einen Manna-Werksverkauf hier in Berlin. Aber die Frage ist, ob die Preise so sind. Und ob die Qualität so gut ist. Kürzmaus formt das letzte Ding ganz da rausnehmen. Hm? Die Qualität wird die gleiche sein, aber es wird halt teurer sein. Das sagt was, dass ich auspacken soll. Nee, da packst du was Falsches aus.
Na, wir haben so ein All-In-Paket gebucht in Polen. Da ist Frühstück und Abendessen mit drin. Ne, hast du recht. Das ist meistens ja... Gewöhnung. Nee, nicht das, aber... Viele sagen ja, nein. Andere sagen, es ist gut, wenn man die Zähne mal was Hartes... Ja. Und nicht immer nur weiches Zeug. Eben. Damit sich der Zahnschmelz ablöst. So wurde mir das mal gesagt. Wie gesagt, das ist mehr oder weniger meiner Meinung nach ist schon obsolet. Ich mache das schon mein ganzes Leben lang. Ich auch und ich habe doch immer noch keine Zahn auf die Fast gegessen. Frag mich jetzt was Leichteres. Salvoni oder irgendwie sowas? Irgendwie so in der Richtung. Oh. Wir zahlen 520 Euro für wirklich schon Luxus. 80 Meter bis zum Meer. Kolberg habe ich auch was von gelesen. Da hätten wir auch fast gebucht. Aber da wurde geschrieben, dass es da sehr viele Probleme mit Parken gibt. Mit Parken, Parken, tut, Auto, Parken, abstellen. Und da wo wir hingehen, zahlen wir 15 Zloty pro Nacht fürs Parken. Wir fahren nach Polen und nicht nach Zimbabwe. Genau, Mietz, genau. Wir mussten uns was einfallen lassen. Wir wollten eigentlich nach Bremerhaven fahren, aber das unser Hotel ist komplett ausgebucht. Ach, du machst auch gerne den Fehler, dass du den Weg nach oben gehst? Ja. Ach, bin ich wenigstens nicht der Einzige. Weiß ich wenigstens die Mietze. Und da kam mir halt die Idee mit der polnischen Ostsee und wo es ja günstig sein soll. Und das ist es tatsächlich. Gib's zu, du wolltest einfach nur zum Shoppen hin. Psst.
Polnische Nudeln sollen auch sehr gut sein. Ja. Pierogi. Auch sehr lecker. Gefüllte Teigtaschen. Ja, wir zahlen ungefähr 2334 Zloty. Für die Unterkunft mit Essen. Also gut, kann man sagen, 2400 Zloty. Ja. Für die Rechnung. Ach ja, da war ja was. Immer noch keine Lampe, ne? Ich tipp so auf TT, das glaubst du. Auf die Post hast du auch noch was. Stimmt. Aber ich tippe auf TT. Übles. Ich mach das nachher. Neo, ist die Frage, ob du mir was nachfüllst. Weiß ich ja. Achso. Zum Mal wieder fertig machst du nachher gleich. Und wir haben eine Lieblingsbrause, Zitronenbrause, aber bitte nicht die mit Aspartam. Ich mag dieses Aspartam-Zeug nicht saufen. Aspartam, das ist die Süßstoffersatz. Findest du in die ganzen Zero-Getränken. Damit sie süß schmecken. Erstmal macht's süchtig. Und zweitens hat es einen furchtbaren Nachgeschmack. Bombos, leg dir mal 2-3 Süßstofftabletten auf deine Zunge und lass sie zergehen und dann weißt du, wie das schmeckt. Ja, doch. Süchtig nicht, aber es macht halt Appetit. Nicht süchtig in dem Sinn jetzt, aber. Das macht Appetit. Auf ein Süßes. Und wie viel hast du noch zu dir? 2. Glaube ich. 1, 2, 3. Und das ist halt das Gefährliche an diesem. An diesen Süßgetränken. Vor allem mit Süßstoff.
Wir hatten zum Beispiel jetzt mal von, also wir trinken ja wie gesagt sehr gerne Zitronenlimonade. Aber nicht Sprite. Sprite ist uns schon wieder zu süß. Auch zu teuer. Wir hatten jetzt welche von Penny. Kein Zucker, aber Aspartam und es ist einfach nur. Also wir haben uns schon gequält, die Scheiße auszutrinken, weil wir sagen, wir schmeißen ja nichts weg. Ich glaube, wir haben sogar noch so eine Flasche. Sowas nehme ich auf jeden Fall nicht mit zur Arbeit. Da kannst du mir gleich noch ein paar Schokoriegel einpacken. Oh ja. Aber ich habe mich immer gewundert, ich habe zur Nachtschicht immer diese Zero-Getränke getrunken. Und ey, Süßigkeiten gefressen bis zum Gehen nimmer. Aber zum Glück ist das Thema Nachtschicht durch. Also mit sind schon mal geil. So, Ocarina wäre mir alternativ auch recht, damit ich eigentlich mal die scheiß Berge komme. Nee, die hast du auch hier gefunden. Nee, die hätte ich gerne. Die Mits habe ich hier gefunden. Ich habe hier zwei Items gefunden. Die Mits und... was anderes. Alles klar, kleine Schüssel sind da. Ich habe nämlich abgezählt, das müsste dann wäre das vierte Atem gewesen. Ich habe mich jetzt irgendwie verzählt wahrscheinlich. Macht ja nichts, ist ja nicht so schlimm. So. Da ich jetzt aber die Titans habe, kann ich mich um Opi kümmern. Deswegen finde ich es ja ein Frevel, dass zum Beispiel die Coca-Cola Company die ganzen tollen Fanta-Sorten, die neuen, nur noch zuckerfrei macht. Das ist wahrscheinlich aus einem Grund, damit man deren Cola saufen tut. Tut mir leid, aber den Verdacht habe ich. Also sind wir halt immer auf der Suche nach zuckerhaltiger Zitronenlimonade. Und sind bei Edeka tatsächlich fündig geworden. Bisher konnte uns die Metro beliefern. Aber die kriegen die irgendwie nicht mehr rein. Das ist irgendwie doof. Seitdem wir müssten mal selbst bei der Metro gucken, aber dann können wir sie genauso gut auch bei. Das sieht ja aus. Bei Edeka kaufen. Das geht übrigens nur in der japanischen Version. Und wenn man ein Schwert besitzt. Genau. Go for Ice Palace, das gefällt mir sehr gut. Gleich das nächste, was ich mache. Es fehlt mir einfach nur die Scheißlampe. Und die ist bestimmt im Eispalast, pass auf.
Ist garantiert nicht in dieser Truhe. Na, bis gleich, Denise. Jo. Na, schauen wir mal, wenn ich jetzt bis 17 Uhr hier durch bin, dann haben wir noch 2 Stündchen für Zelda. 1,5, 2 Stündchen. Und dann machen wir es uns noch ein bisschen gemütlich. Nichts muss ja nur einmal früh aufstehen. Obwohl die Miets, glaube ich, lieber früher aufstehen würde, als nach Österreich zu fahren. Aber das schafft's auch. Miets ist ja nicht lange weg. Klar. Liebe Fahrzeug. Nein. Das habe ich gesagt. Aber ich brauchte TT, ne? Ich hatte mal überlegen. Was ist denn du eigentlich? Oder ja, Silvers. Ich hab noch ein paar Dungeons, so ist es nicht. Ich hab noch TOH. Ich hab noch TR Pot. Ja gut, Pot. Pot ist ja schon eigentlich schon fast durch. Aber ich weiß schon, was ich mit der Miets futter, wenn ich sie dann wieder vom Busbahnhof abhole. Mhm. Ah, es gibt doch wieder McDonalds-Gutscheine. Hör mal auf, ja, damit du auf mit dem McDonalds-Futter. Achso, ich komme ja am Abend zum Glück. Ja. Das Frühstück kannst du dir behalten. Das Frühstück bei McDonalds, das geht eigentlich. Nicht das letzte Mal, wo wir dort waren. Ach so, ja, das ist ja total schief gegangen. Der hat nur Mist gebaut. Unser Kaffee hat richtig sie geschmeckt. Oh, war der widerlich. Mhm. Nee, ich rede ja vom Mittag, von Abendessen. Ach so. Also wollen wir doch nicht zu der anderen Hütte gehen. Und die da abwimmeln lassen. Yo! Ich hab nichts mehr. Nice. Habe ich jetzt eigentlich alles raus? Nee. Eins hast du nur draußen, nicht was. Ich brauche ja Minimum noch die Silvers. Aber ob die noch hier drin sind, ist eine andere Frage. Am Ende sind sie hier drin, weißt du?
Also ich würde jetzt einfach mal tippen, ich stoße auf jeden Fall noch auf die Silvers. Du hast ja jetzt die Lampe. Ja, ja, klar. Ich werde jetzt dann auf jeden Fall Pot beenden und ich würde wenn jetzt Silvers jetzt da oben nochmal die Berge machen, Opi und so. Auf jeden Fall eine gute Idee. Weil die Lampe hat dir mehr oder weniger die Berge ermöglicht. Und das sind einfach deutlich so viele Checks, die offen sind in den Bergen. Ich muss sowieso in die Berge, ich muss sowieso Turtle Rock und TOH machen. Das ergibt sich sowieso. Aber ich nehme natürlich noch mit, was ich krieg. Ich hasse diese Treppen hier. Mehl, vielleicht noch Butter. Oder vielleicht noch die letzten zwei Schilde. Ich denke aber, wir werden mit einer anständigen Zeit aus diesem Seed rausgehen. Ich glaube schon davon aus, dass es eine schöne Zeit wird. Ja, Manu! Ich grüße dich, mein grüner Freund. Hast du schön aufgenommen? Wir werden uns ja heute Abend, wenn wir uns mal dein Limbo-Let's Play anschauen. Ich will aber nicht eine Flasche verbrauchen jetzt für die hier. Ja doch. Ja, du willst. Ach, das Flackern, ey. Ist auch auf der Aufnahme oder ist es nur ein OBS? Weil es ist in deiner Capture Software, ist es nämlich nicht. Zum Aufnehmen? Guck doch mal, ob deine Capture-Software sowas kann. Eigentlich sollte die sowas auch können. Nicht umsonst hat man ja gesehen, dass deine Zeit schon, dass da unten eine Zeit draufsteht. Bei diesem Rekordprogramm. Yep. Das müsste dann funktionieren. Soll ich nicht erst Pott machen? Na egal. Aber ich habe doch eine Lust auf Bergwanderung.
Vor allem, du bist ja doch der Höhlenforscher. Na, können wir gleich mal gucken, was. Ja! Oh, ich hasse diese Viecher. Ach, die sind doch so putzig. Mhm. Die waren alle nur mit dir kuscheln. Ja, ja. Die wollen sie alle nicht dich umarmen und lieb haben. Manu, es gibt im Anschluss. Läuft sehr gut, der erste war nicht so berauschend. Im Anschluss gibt es noch ein bisschen Zelda 1. Das auf dem NES. Und oben ist auch nichts Interessantes. Ja. Dann haben wir heute mal wieder einen Zelda-Streamtag. Und da ja Denise momentan nichts mit Zelda 1 anfangen kann, machen wir es einfach mal. Ja, bitte, her damit. Twitch wird ja kaum noch das Original Zelda gestreamt. Die machen ja dann bloß noch Randomizer. Ich hoffe sehr auf ein A Link to the Past HD Remake. Das wäre so hammergeil. Nee, in the year 2525. In the year 2525. If man is still alive. Papa. Thank you.
Nur Müll. Genau, Turtle Rock ist Quake. Hookshot Cave war Schrott. Habe ich mitbekommen. Ein großes Herz ist das Beste. Und ein kleines. Silvers! So ein bisschen Gold. Na gut, denn nicht. Genau, ich bin im Go. Was startet denn da mal noch schönes? Hoffentlich schöne Brötchen. Das hab ich da auch. Was das hier ist? Aber nicht beim Rasieren schneiden, Manu. Ja, Mietz muss auch unter die Schere. Wozu Mietz braucht er? Ah, ich denke, Manu muss sich ja schon jeden Tag rasieren, ne? Sonst kriegt er Vollbart. Von Manu reicht nicht unter Epilieren. Pinzette. Ja, ja, eine Pinzette. So, dann TR muss ich noch mal einen Pot, muss ich noch für den Rest machen. In weiser Voraussicht habe ich TR schon aufgemacht. Nur 2 Flaschen, ne, 4 habe ich mittlerweile. Und nur das beschissenste Schild. Yeah. Ach ja, shit. Nicht einmal half mad. Aber es soll ja schnell gehen, ne? Manchmal bleibt die Taste aber auch ein bisschen hängen, kann das sein? Gute Frage, ich hab da noch nicht viel erfahren. Bin mal gespannt, ob der Controller so diesen Dauereinsatz für den Dauereinsatz ausgelegt ist. Also, wir spielen auch ab und zu mal mit dem oder mit dem anderen. Thank you.
Der Wind, der Wind, das himmlische Kind. Ich hasse die Hunde. Ich weiß, Mietzi mag auch keine Hunde. Gab's doch keine Info, ne? Finger weg von meiner Musch, dass ich in die Tanne dusch, weil ich nur abs und raus an meine kleine Muschi los. Genau. Der kleine Muschi-Song. Oh Mann, Manu. Lacker. Naja, das Thema Lacker wollen wir mal noch. Ach ne, wir brauchen ja bloß noch. Ich brauche ja bloß noch einen kleinen Schlüssel. Mehr brauche ich ja gar nicht. Ich gebe dir mal einen Tipp, Manu. Outer City. Das nutze ich immer zum Schneiden. Thank you.
Ich habe die zwar definitiv getroffen, aber ist egal. Ah ja, auch das jetzt ist Freeware, na, das ist kostenlos. So. Nur noch Pott. Zeit, naja, egal. Ah, du holst die gerade runter. Alles klar. Ich glaube, länger als eine halbe Stunde werden wir nicht mehr brauchen. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Heute ist, glaube ich, nur noch im Durchrennen sogar. Da du ja auch großen und kleinen Schlüssel haben wirst. Kann direkt zum Boss gehen. Aber das City wird übrigens auch im professionellen Bereich genutzt. Bist du richtig? Nee. Ich muss hier oben rechts. Oben. Oh, jetzt kommt aber ein ganz schöner Sturm auf, ne? Es soll ja morgen nur 19 Grad werden, ne? Also ich habe letztens bei mir auf Arbeit eine Fliege gesehen, die war so groß wie ein M&M mit Erdnuss drin. Alter, voll die fette Fliege. Ja, die war richtig laut. Gut, ich hab's auf dem Männerklo gesehen. So, dann kannst du aber schon mal das drum spielen. Jo. Und so, meine Lieben. In der Zwischenzeit könnt ihr mal abstimmen, in welcher Truhe sich der große Schlüssel City befindet. Mit Ausrufezeichen, Chest und Anzahl daneben seid ihr schon dabei. Und die Teilnahme ist kostenlos und zu gewinnen gibt es. Ihr dürft beim nächsten Mal die Figur bestimmen, beim nächsten Rendo.
Also mitmachen lohnt sich. Unter allen Teilnehmern wird für mich, werden für mich 100 Euro fällig. Also ich bekomme dann von jedem 100 Euro, der daran teilnimmt. Das sind 300 Patschen lieber. Es wird dann automatisch von eurem Konto abgebucht. Das ist auch gut so. Da haben wir ja einen Deal. What the fuck, was ist mit dir los? Dann kannst du gleich auswählen, links oder rechts. Shit! Blöd, wa? Ja, also links oder rechts? Nichts. Gute Frage. Links. Links sagst du. Ich bin einmal lieb zu dir. Okay. Ich gönn dir mal einen schnellen GT. Das wär's jetzt da. Der erste hat dich durch den ganzen Turm rennen lassen. Und jetzt kriegst du mir damit die Hand gedrückt. Das kann schneller passieren. Passieren, als man glaubt. Aber schon schade, dass ich keine Flöte habe. Das ist natürlich ein bisschen umständlich wie ein Safe-Quit. Oh ja, jetzt muss noch mal. Jetzt hier zu viel getrunken. Weil ich mal bedenke, dass Roman Mann so eine Zeit lang nicht mehr als eine halbe Flasche pro Woche getrunken hat, finde ich das schon toll. Kommt doch nicht vorhin, oder? Ja. Aber glaub mir, es tut deinem Körper sehr gut und es könnte dir dadurch auch besser gehen. Mhm. Weniger Kopfschmerzen, die Haut nicht so trocken. Warm trockene Art. Vor allem im Rückenbereich habe ich das nicht mehr bekommen. Naja, das hast du jetzt gar nicht. Obwohl ich hier glaube, das hat was anderes zu tun. Stress. Stress, psychische Belastung. Gut, aber hier hast du keinen Stress. Nee. Hoffe ich jedenfalls. Nö. Also mach mich glücklich. Finde ich gleich in der ersten Truhe. Wie soll es denn heißen? Links sagst du. Gut. Alles klar, das war's. Ja, ihr könnt nicht mehr abstimmen. Links. Links ist das neue rechts. Hätt's jetzt den Arsch gebissen, ne? Wär's jetzt die andere Tour gewesen. Oh, geil!
Nummer 3. Nano und Demon sind noch im Rennen. Einmal lieb zu dir und das ist es auch wieder nicht. Vier, fünf, sechs, sieben. Demon ist damit raus. WB! Moin. 10. 11. 12. Bomb Jump. Ja. Geht auch. Geht doch mal so. Linda. Hey, mittlerweile müsstest du ja die Bomb Jump sehr gut beherrschen. Ja, also auf diesen kurzen Abschnitt auf alle Fälle. Das brauchen wir ja nicht weiter erzählen. Aber das war wirklich eine Schule der Bob-Kunst. Ich kam mir vor wie in so einem Tutorial-Level, weißt du? Mit den Bomb-Jumps. Ja. Nee, das wird knapp. Das ist möglich. Ach komm! Kompassion. Oder Talwurm. Eins von beiden. Ach, hatte ich schon ein paar Mal jetzt, aber unter zwei Stunden. Ist halt immer so die Laune des Seeds. Sehr knapp. Sehr knapp, meiner Meinung nach. Der größte Faktor ist nämlich Ara.
Es war mit Sicherheit tierisch knapp. Also hässlich ist kein Ausdruck, oder? Auf die anderen willst du das Pfaffen? Schimpf noch mit mir! Ja, das ist da noch drin. Puh. Was hast du dir getan? Ich weiß nur, dass ich auf ihr total hässlich bin, also. Boah, Gott, ey, nur mit diesem Kackschild. Na gut, ich hab zumindest. Hey, immerhin Red Mail. So schön grün am Anfang. Ja, die Figur ist im Grunde grün. Ich nehme jetzt das Cape, ist mir egal jetzt. Wollte ich gerade fragen, warum nimmst du jetzt nicht das Cape? Das erinnert sich mal. Ich will skillen. Lass es lieber. Arsch. Wolltest du das Mizi-Level erreichen? Vom Skill. Was denn? Danke, Manu. Sich, du kriegst keine Umarmung. Thank you very much. Danke, Manu. Hey! Wie war das? Ach, ich habe meine Umarmung verdient. Ja, Mann, er freut sich nicht, aber hauptsächlich, dass ich gerade abgekommen bin. Zumindest Half Magic. Ja, oh ja, und Cape. Ja. Und wird Böhner in dieser Situation am Ende lieber wäre. Ja, mit den Lags. Nein, nicht wegen Lag. Lag verursacht ja der Böhner. Stimmt. Mit einer Sache am Ende. Ach so, dieser. Verstehe. Ja. Dieser Special Room. Dieser Höhenfahrt oder was auch immer das ist.
wo man sehr leicht sich draufklitschen kann, also wirklich erst draufklitschen kann. Wenn du Pech hast. Wird knapp. Ich hab doch schon gehört, dass es gerne über 2 Stunden wird. Ja, aber es kann durchaus ja noch dann Glitch-Time etc. What the fuck? Ich weiß nicht, warum der aufgehört hat zu rennen, aber... Thank you.
Könnte knapp werden mit 2 Stunden. Ich bin gespannt. Aber ich glaube nicht, ein bisschen drüber wird es sein. Genau 2 Stunden. Und 55. Sekunden. Ja. 2 Stunden und 55 Sekunden. Oh. Geschafft! Ich hab gleich die Portion Zelda. Ganz, ganz gemütlich kuschelig. Zelda 1. Die SP-Version? Nee. Also, bis gleich, ihr Lieben.